Hallo ihr Liebenden und mutigen Seelen. Also auch wenn es jetzt hier gerade ein bisschen trippelt, werde ich noch ein Video nachlegen, nämlich zum narrativen Trauma. Darüber habe ich ja schon mal gesprochen in meinem kleinen Ausbruch, meinem Freikämpfen in der traumasensiblen Sprache, also von Licht und Schatten der traumasensiblen Sprache. Und jetzt möchte ich also darüber reden, was ist ein narratives Trauma durch angebliche gewaltfreie Kommunikation. Also verbaler Missbrauch, den haben wir in der Traumaforschung natürlich viel zu verzeichnen und sehr oft haben wir also das Phänomen oder ist verbaler Missbrauch gekennzeichnet durch eine gewaltvolle Sprache. Also Beschmähungen, Beschimpfungen und so weiter und so fort. Es gibt aber auch einen verbalen Missbrauch durch also angeblich gewaltfreie Kommunikation, wo also eine sehr passiv-aggressive Gewalt an den Tag gelegt wird, die eben nicht unbedingt aktiv geäußert wird. Und dieses Trauma, das haben wir vor allen Dingen dann, wenn wir mit sehr eloquenten, also sprachlich gut gewandten Bezugspersonen zu tun hatten, die also sehr subtil Opfer-Täter-Verdrehungen an den Tag legen können, ja, und also uns sozusagen Verantwortung einreden, die gar nicht unsere ist, um sich selber vor also bestimmten Gefühlen zu schützen, nämlich davor, dass sie vielleicht auch was falsch gemacht haben. Und das heißt also, so ein narratives Trauma betrifft sehr oft Menschen, die also in narzisstischen Elternhäusern groß geworden sind und also sehr, sehr oft Kinder, die in, ja, ich sage mal, sehr emotional unterdrückenden Elternhäusern groß geworden sind, die sich an große Narrative angebunden haben. Ja? Von wegen, also du darfst nicht wütend sein, der Klügere gibt immer nach und die also so die Wutkräfte, die gesunden Wutkräfte und Abgrenzungskräfte im Kind kaputt gemacht haben durch sprachliche Eloquenz. Ja? Und wie das so vonstatten geht, das möchte ich euch in einem Beispiel erörtern. Sehr oft sind davon also Kinder betroffen, Pädagogenkinder, Psychologenkinder, Kinder von Coaches, ja, wo also überpsychologisiert wird und also eine natürliche Entwicklung nicht gesehen wird und Kinder immer schon kleine Erwachsene sein müssen und Narrative genutzt werden, die total ungesund sind, die also sehr persönlichkeitsunterdrückend sind, aber einfach über Jahrtausende also weitergegeben worden sind. Und nicht weiter hinterfragt werden. Meine Lieblingsgeschichte ist dafür immer die vom Schoko- und Vanilleeiskind. Die habe ich schon mal in einem anderen Video hier am Anfang des Kanals erzählt. Und bevor ihr fragt, aus welchem Buch ich die habe, die habe ich aus gar keinem Buch. Die habe ich selber so erlebt und sehe halt die Mechanismen auch immer wieder bei meinen Klienten, wo also Ähnliches erlebt wurde. Wir stellen uns vor, also quasi ein Geschwisterpaar oder gerne eine Situation auch im Kindergarten oder wie auch immer. Es muss also kein Geschwisterkind sein, sondern kann auch einfach ein anderes Kind sein. Und beide Kinder wollen Eis essen. Die Eltern sagen, ja, ihr dürft euch beide ein Eis aussuchen. Und die Kinder überlegen also nun, welches Eis möchte ich denn essen? Und dann gibt es also ein Kind, das weiß, also es möchte Vanilleeis essen und das andere Kind möchte Schokoeis essen. Und beide Kinder kriegen jetzt also nun ein Eis und werden hingesetzt an den Tisch und dürfen das Eis essen. Und jetzt kommt es dazu, also die Erwachsenen gucken weg, ja, und kriegen also gar nicht mit, was die Kinder da machen. Jetzt kommt es also dazu, das Vanilleeiskind, das isst einfach ganz still und artig sein Vanilleeis und freut sich, weil es also quasi seinem Bedürfnis entsprechend ein Eis ausgewählt hat. Das andere Kind hat vielleicht seinem Bedürfnis entsprechend nicht so gut gewählt oder es hat also schon leichte narzisstische Züge, die auch im Stadium eines Kindes vollkommen normal sind. Das gehört zur Persönlichkeitsentwicklung. Ja? Kinder sind oft kleine Narzissten, ja, so ich. So. Und also vor allen Dingen in bestimmten Entwicklungsstadien. So. Und das Schokoeiskind kriegt also jetzt mit, das Schokoeis, das schmeckt mir gar nicht so gut. Das Vanilleeis, das sieht viel leckerer aus. Ja? Das Gras ist ja beim Nachbarn immer grüner als bei einem selber und fängt jetzt also an, einfach übergriffigerweise, weil es vielleicht jünger ist oder vielleicht, was weiß ich, ja, einfach so drauf ist, einfach übergriffigerweise, also dem Vanilleeiskind sein Eis wegzunehmen und zu sagen, das will ich jetzt. So.
Und dann fängt das Vanilleeiskind an, logischerweise wütend zu werden und zu sagen, hey, das ist mein Eis, ich möchte das nicht, ja? Und dann gibt's immer so diese narzisstische Täter-Opfer-Umkehr. Das heißt, derjenige, der eigentlich zuerst übergriffig war, nämlich das Schokoeiskind, fängt an zu brüllen und zu heulen. Und dann kommen die ganzen Erwachsenen, weil sie also sehen, dass diese Szene auftritt, es wird laut, ja, und die ganzen Erwachsenen, die also schon Verleugnungen auf ihre eigene Aggression haben, ja, und gut pädagogisch Hirn gewaschen, ja, meinetwegen, also aus Erzieherschulen und so weiter und so fort, fangen also an, sofort die Aggression zu unterbinden. Und sie sehen dieses Schokoeiskind als das Opfer. Weil das Vanilleeiskind ist jetzt ja relativ ruhig sozusagen, beziehungsweise vielleicht auch fassungslos und es fühlt sich im Recht. Und meiner Meinung nach hat es auch recht, weil es hat sich sein Eis ausgesucht, genau wie das andere Kind. Und es hat also ein Recht, sich abzugrenzen davon, so von diesem Übergriff, dass ihm das andere Kind sein Eis wegnehmen will oder ihm jetzt das Schokoeis zuschieben will oder wie auch immer, weil es hat es einfach nicht ausgesucht. Und das Schokoeiskind heult also und sagt, ja, die will ihr Eis nicht mit mir teilen, ich will auch Vanilleeis und sie möchte mir nichts abgeben. Es sagt nicht, dass es nicht gefragt hat. Es sagt nicht, dass es das einfach versucht hat zu nehmen oder so. Das kann sich ja bei Kindern so weit steigern, wirklich bis zu Handgreiflichkeiten, ja, dass es also immer wieder versucht, das Vanilleeis zu kriegen, bis das Vanilleeiskind gar keine Möglichkeit mehr hat, außer eben, weiß ich, sich körperlich zum Beispiel abzugrenzen. So. Aber das sehen die Erwachsenen natürlich alles nicht. Und sie greifen also sofort ein in die Geschichte mit dem, was sie sehen. Und sie sehen also nur, das Schokoeiskind heult und sie sehen also, dass das Schokoeiskind mit dem Finger auf das Vanilleeiskind zeigt und sagt, die ist doof, die will ihr Eis nicht mit mir teilen. Und sofort fangen alle Erwachsenen an, auf das Vanilleeiskind einzureden. Schau doch mal, ja, er will doch nur ein bisschen was von deinem Eis ab oder sie oder was weiß ich, ja. Du musst doch teilen. Sie lernen also sozusagen, ja, du musst teilen, du musst geben und das fangen sie also an, diesem Vanilleeiskind einzureden. Und wenn es aber sagt, ich möchte das nicht, fangen sie also an, durch Narrative, durch pädagogische Narrative, dieses Vanilleeiskind also von seinem Bedürfnis und von seiner Abgrenzungswut wegzubringen. Durch Narrative. Deswegen narratives Trauma. Schau doch mal, du willst doch ein liebes Kind sein. Schau doch mal, du willst doch nicht wütend sein. Schau doch mal, du musst doch teilen. Schau doch mal, er weiß das gar nicht besser und so weiter und so fort. Und beim ersten Mal, wo das passiert, ist das mit Sicherheit schon eine traumatische Situation, weil man als Kind die Welt nicht mehr versteht. Weil der eigene Kompass von, ey, der hat sich doch sein Eis ausgesucht und das war meins, schon nicht mehr hinhaut. Also es wird verdreht von den Erwachsenen, die hier nicht gewaltvoll sprechen müssen, sondern also wirklich also im Prinzip das Kind beschämen durch eine angebliche gewaltfreie Kommunikation. Und also die Täter-Opfer-Verdrehung des Schokokindes mitmachen, ja, Schokoeiskindes mitmachen und sagen, also du bist schuld, weil du also dein Eis nicht teilen willst, du bist nicht richtig. Und wenn das jetzt öfter passiert, sozusagen, dann liegt also ein Entwicklungstrauma vor. Das heißt also ein Trauma, das sich durch Wiederholungslernen entwickelt. Und das heißt, das Kind lernt irgendwann, dass also, wenn es in Situationen kommt, wo jemand übergriffig ist und sein Eis wegnehmen will, die Wut in sich selber, die dann hochkommt, zu unterdrücken, weil es mehr Stress mit der Wutreaktion bekommen hat von außen, als mit dem, ich gebe es einfach ab. Das heißt, das Kind lernt, wenn ich meine Grenzen schützen will, also die Grenze, das mein Eis, dann werden von außen Kräfte auf den Plan gerufen, die noch mehr Grenzen einreißen von mir in Würde und in Bedürfnisorientiertheit und so weiter und so fort und von Selbstwirksamkeit, als wenn ich einfach dieses Eis abgeben würde. Sehr oft, wenn das also immer und immer wieder passiert, also weil, wie gesagt, bei mir lag das vor als Kind, also ich habe immer wieder die Verantwortung dafür gekriegt, wenn mein Bruder heult, ja, war der ältere Bruder, aber der hat sehr gut, subtil immer so hingestellt, sozusagen, dass er also meinen Eltern immer mich als Täter vorgestellt hat.
Und also ich musste immer wieder, die Klügere gibt nachhören, schau doch mal, er weiß das gar nicht besser, schau doch mal, du bist doch viel reifer und so weiter und so fort, obwohl ich jünger war. Das heißt, ich hatte gar keine Möglichkeit, also diese sehr egoistische Attitüde, ja, auszubilden. Irgendwann habe ich Angst vor meiner eigenen Wut bekommen. Das heißt, immer wenn ich gemerkt habe, mir passiert eine Ungerechtigkeit, wie zum Beispiel so ein Übergriff auf mein Eis und ich werde wütend, habe ich Angst vor meiner eigenen Wutkraft entwickelt. Weil ja klar war, jetzt kommen ja wieder alle, die mich dann sozusagen wieder in der Klügere gibt nach reinreden wollen. Und hinterher bin ich sowieso die Blöde. Also gebe ich gleich mein Eis ab. Das hat mein Bruder natürlich gemerkt, dass die Sache also gut funktioniert hat. Und es kam also immer wieder dazu, bis ich also quasi gar keine Möglichkeit mehr hatte, für mich meine Bedürfnisse zu schützen, weil immer wieder reingeredet wurde. Und dann sind das also Narrative, die wir im Kopf haben, die zu wirklich Glaubenssätzen werden, die also gesunde Kräfte in uns unterdrücken. Und das ganz toll durch gewaltfreie Sprache. Ja, das heißt, dieses auch, also ein Vorleben zum Beispiel, wenn also, ne, wir spüren, wir werden wütend, irgendwas macht uns wütend, irgendwas können wir nicht annehmen, weil es vielleicht auch einfach wirklich ungerecht und nicht stimmig ist. Und dann kommen immer diese Sprüche von wegen, aber schau doch mal und so weiter und so fort. Und ja, und wir werden wie weichgespült in unserem Hirn. Das heißt, auch hormonell kann man wirklich sehen, dass also quasi dann wirklich, also eben, das ist so dieses Reinerziehen in den Fawn-Response, also in die Beschwichtigungsreaktion. Das heißt, also wenn wir wütend werden, fangen wir nicht mehr an, unsere Wut zu leben, sondern wir versuchen sofort den Täter zu beschwichtigen. Hier, nimm das Eis, ist gut, ja, stimmt und so weiter und so fort. Wir fangen also an, die Narrative zu glauben und zu unseren zu machen, die sehr krank sind, aber die uns unsere Umwelt also vorgelebt hat. Und das macht hinterher ganz starke Störungen im Kehlchakra-Bereich. Also hier finden wir dann eben Schilddrüsenerkrankungen, starke Mandelentzündungen, Stimmbanderkrankungen, immer wieder Halsbeschwerden und so weiter und so fort. Den Globus hystericus, also so ein Gefühl, nicht schlucken zu können oder dass man was im Hals hat oder sowas. Weil also, wenn diese Wut kommt und wir uns abgrenzen möchten, wir so viele innere Anteile schon haben, die uns selber unterdrücken. Also das sind diese berühmten Täterintrojekte. Das heißt, die Täter sitzen dann in unserem Kopf und sagen uns, nein, du hast kein Recht auf dein Eis. Gib dein Eis ab, weil sonst gibt es noch mehr Mecker. Ja, so. Genau, also das ist das narrative Trauma. Und gerade in dieser spirituellen Szene wird zum Beispiel dieses narrative Trauma sehr genutzt. Also, ne, von wegen ein spiritueller Mensch, der spricht eben nicht von Tätern. Ein spiritueller Mensch, der wehrt sich nicht. Ein spiritueller Mensch hält immer die andere Wange hin und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden in einer toxisch verstandenen Spiritualität in die Grenzenlosigkeit reinerzogen und es wird uns quasi, wir werden dazu angehalten, dass wir eigentlich unsere Täterintrojekte weiter kultivieren. So. Und ihnen noch mehr Macht und Raum in uns geben. Das heißt, die spirituelle Szene funktioniert genau wie unsere Eltern, ja. Also nicht alle jetzt da, aber in dieser toxisch verstandenen Spiritualität. Du darfst nicht wütend sein. Hey, guck mal, der Klügere gibt nach. Und was das aber systemisch, karmisch zum Beispiel macht, wenn wir nicht mehr von Tätern reden dürfen. Also, wenn wir unsere Täter immer verstehen und so, da ist ja auch viel dran. Ich finde es auch wichtig, Täter zu verstehen, ja. Auch in der Kriminalpsychologie ist das immer wieder wichtig zu verstehen, warum macht ein Täter sowas. Und dann sehe ich sehr oft, dass ein Täter immer mal ein Opfer war, auch früher. So, nicht immer, aber meistens, ja. So. Und dieses narrative Trauma zum Beispiel sieht man auch sehr im psychopathischen Missbrauch. Das heißt, Menschen, die psychopathischen Missbrauch erlitten haben, da können wir sozusagen sehr gut diese narrative Traumastruktur sehen. Bei Psychopathen zum Beispiel machen sich also ihren Zug zunutze, entemotionalisiert zu sein. Psychopathen können sehr gut sachlich sein. Psychopathen gehen nicht in eine emotionale Überreaktion, weil sie einfach diese Emotionen auch gar nicht so haben. Und wenn wir dann zum Beispiel im Jugendamt sitzen, ja, mit einem psychopathischen Vater oder einer psychopathischen Mutter, die kann die ganze Zeit sehr ruhig bleiben, während wir uns aufklappen und eben von Übergriffen erzählen und so weiter und so fort. Und dann greift dieses narrative Trauma in struktureller Gewalt. Das heißt, die Pädagogen von Jugendämtern und Co. haben sehr oft nicht begriffen, dass man dissoziale Konflikte, also Konflikte mit einer dissozial gestörten Persönlichkeit, nicht mit pädagogischen, sozialpädagogischen Maßnahmen lösen kann.
Das habe ich zum Beispiel auch erlebt, ja. Also, das heißt, also es gab immer wieder Übergriffe vom Vater des Kindes auf mich, immer wieder Störungen meiner Struktur, ja. Also, Absprachen wurden wiederholt nicht eingehalten und so weiter und so fort. Und wenn ich mich dann logischerweise darüber aufgeregt habe, dann hieß es immer, jetzt bleiben Sie mal sachlich. Ich habe einen Sachverhalt erklärt und der wurde nicht gehört, ja, sondern immer wieder beschwichtigt, immer wieder wurde der Fehler bei mir gesucht und immer wieder, ja, und der Vater saß da von, ja, sehen Sie, ne, jetzt, wie sie sich aufregt, ja, ich habe es schon wirklich schwer. Und das ist auch in Familiengerichten oft so, dass wir also sehen, dass halt zum Beispiel eben der, der also quasi sehr, sehr ruhig bleiben kann, dass der vielleicht eine Psychopathie aufweist, ja. Also, und auch in der spirituellen Szene glaube ich, dass viele Narrative von Psychopathen geschaffen wurden, weil wenn man diese Agenda mal nachverfolgt, dann sehen wir, dass da also psychopathische Tugenden als Tugend verkauft werden, die aber mit einem normalen und gesunden Menschen nichts mehr zu tun haben. Ja, also eben wie zum Beispiel in dieser völlig verdrehten, gewaltfreien Kommunikation immer sachlich zu bleiben. Das hat Marshall Rosenberg so nie gesagt in der gewaltfreien Kommunikation und er hat auch nie die Forderung gestellt, am Sachkonflikt zu bleiben, sondern man könnte diese gewaltfreie Kommunikation vielleicht eher bedürfnisorientierte Kommunikation nennen. Das heißt, ihm war eigentlich wichtig zu erkennen, dass hinter einem Sachkonflikt die Angst vor einem nicht erfüllten Bedürfnis liegt. Ja, zum Beispiel den Verlust der Sicherheitszone, den Verlust der Würde, den Verlust von Kontrolle oder was weiß ich was, den Verlust von Persönlichkeit. Und dass es eben nicht funktioniert, an einem Sachthema zu bleiben. Deswegen finde ich diese Forderung schon alleine, dass wir also Konflikte sachlich klären, völlig, völlig psychopathisch. Das wird aber nicht weiter hinterfragt, weil wir mit unseren Emotionen oft ein so großes Problem haben, dass wir sehr anfällig sind für solche Konzepte. Ja, also wie wir am besten unsere Emotionen überwinden können, statt sie zu bemeistern und zu leben und eben zu schauen, wo macht sie Sinn, wo macht sie keinen Sinn, sind wir also sehr anfällig dafür, also zu glauben, wir wären ohne Emotionen besser dran. Ja. Tja, also ich könnte das hier mit Sicherheit noch ausführen. Also was mir wichtig ist, einfach festzuhalten, dass eben vor allen Dingen, wenn Opfer aus einem psychopathischen Missbrauch kommen, sie oft nicht erklären können, was da eigentlich gelaufen ist, wie der Täter sie zu bestimmten Sachen gebracht hat, eben über große Narrative und über das sie packen bei ihrem Kindheitstrauma. Und oft mit zuckersüßer Sprache, ja, mit immer wieder, ja komm, jetzt reg dich mal nicht auf und also das möchtest du doch nicht, du möchtest doch ein gutes Kind sein und so weiter und so fort. Ja, oder glaubst du denn, das ist jetzt spirituell? Ein spiritueller Mensch macht nicht das und das. Also, wie gesagt, das ist meiner Meinung nach eine Täterschutzagenda, die da läuft in der spirituellen Szene. Und wenn wir das mal ausweiten, sehen wir wirklich, wohin das führt. Auch dieses Dings von wegen, es gibt keine Schuld, ja, also wie innen, so außen. Das mag ja schön und gut sein und da ist sicherlich auf fünfte und vierte Ebene auch was dran, aber ich kann doch jetzt nicht sagen, okay, das Kind, was also genital verstümmelt wird von seinem Vater oder was weiß ich was, weil der Vater schon Angst vor ganzer Weiblichkeit hat und man das eben so macht in bestimmten Kulturen, das hat jetzt selber dran Schuld oder was weiß ich, ja. Also das wird ja, wenn wir das mal in Extreme legen, macht das ja keinen Sinn. Und dann kann eine Regel, die für ein Extrem nicht gilt, kann also irgendwie auch keine Regel sein, ja? Also meiner Meinung nach. Und wenn wir also eben das Böse nicht mehr benennen dürfen, dann ist das auch ein Narrativ. Ein Narrativ, ein sehr toxisches Narrativ. Denn unsere Gesellschaft hat mehr Angst vor denen, die Gewalt, Brutalität und Ungerechtigkeit benennen, als vor denen, die sie ausführen. Ja, das ist vor allen Dingen in der spirituellen Szene wird das wirklich richtig hochgekocht, dieses Narrativ. Und ja, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn sich in der Welt nichts ändert, wenn wir also nicht mehr benennen dürfen, was unsere Politiker da für Scheiße bauen, ja, und die Erde ausbeuten und wirklich Strukturen schaffen, mit denen also Gesellschaften völlig krank werden. Also weil der Klügere gibt ja immer nach und so weiter und so fort. Da werden wir nirgendwo hinkommen als Gesellschaft. Wir werden auch in einer Familie nirgendwo hinkommen, wenn wir zum Beispiel, ja, unseren Kindern Wutkräfte ausreden, wenn wir Persönlichkeitsentwicklungsprozesse nicht mehr verstehen, wenn wir ja jede Aggressivität aus unseren Kindern herausbringen wollen und raustreiben wollen, die sie hinterher aber auch schützen würde, um eben nicht in Missbrauch zu kommen.
Das heißt, wir müssen dieses Thema von Aggressionen nochmal ganz anders begreifen und wir müssen auch begreifen, meiner Meinung nach, wie viel Aggressivität in traumasensibler Sprache steckt oder in gewaltfreier Kommunikation. Ja, also, na klar kann ich alles als Ich-Botschaft verpacken. Das hat der Vater meines Kindes immer gut gemacht, ja. Also, ich glaube, du liebst dein Kind nicht. Ich glaube, du bist so und so. Ich glaube, du bist psychisch krank. Ich glaube, was weiß ich was. Du bist eine Fotze. Soweit ging das alles, ja. Und er hielt das noch für gewaltfreie Sprache. Und dieses immer Wiederholen dieser Sachen, ja, das macht natürlich was mit einem. Und, also ich halte das absolut nicht für gewaltfreie Kommunikation. Und ich habe ja selber Lehramt studiert und natürlich eben ist das auch ein Riesenthema, die gewaltfreie Kommunikation. Und das kann ich einfach mal sagen, ihr lieben Lehrer und Pädagogen, hinterfragt, was ihr da lernt an den Unis. Lest die Originallektüre. Gerade in der gewaltfreien Kommunikation, es gibt es Auszüge und man kriegt das Buch nicht mehr dazu, also den Originaltext von Marshall Rosenberg. Wenn man den nämlich lesen würde, dann würde man merken, dass das, was einem an einer Uni erzählt wird, nicht stimmt. Und dass das gut gewählte Auszüge sind, die uns selber zu manipulativen Persönlichkeiten ausbilden wollen, die uns selber zu, ja, Stutzern unserer Kinder ausbilden wollen, wo wir sie zurechthauen in große Narrative. Weil Kinder sich nicht wehren können. Die können diese Unlogik der Narrative nicht verstehen. Das Vanilleeiskind kann nicht verstehen, dass der Erwachsene einfach vollkommen hirngequirlt ist, sondern es glaubt ja dem Erwachsenen. Es glaubt ja, der hat recht und ein Kind möchte auch gerne gehorchen. Es möchte gerne Regeln finden, an die es sich hält. Und es hinterfragt nicht, ob diese Regeln krank sind. Also schaut wirklich, wenn ihr da in pädagogischen Ausbildungen seid oder so, was da erzählt wird, ist nicht alles Gold, was glänzt. Also was ich verstanden habe über mein Lehramtsstudium ist, zu was ich ausgebildet werden soll. Und dass das, was ich da lerne an der Uni, absolut nicht das ist, was gesund ist. Und dass ich eigentlich dazu ausgebildet werden soll, Kinder zu brechen. Auf eine hocheloquente sprachliche Art und Weise, wo ein Kind nichts mehr entgegenzusetzen hat, so, und nicht kann. Und das finde ich sehr bedenklich. Auch hier liebe Grüße an die Uni-Professoren, die sowas ausbilden. Also finde ich sehr, sehr toxisch, finde ich sehr überdenkenswert und eben auch diesen Trend von traumasensibler Sprache finde ich sehr, sehr überdenkenswert, weil man Kinder in eine Form pressen möchte, zu kleinen Erwachsenen von klein auf an, was sie nicht können, was sie einfach nicht können. Und wo ihnen eine Welt verkauft wird, hinterher, die auch gar nicht so ist. Also, ja, wo sozusagen, also die Ellenbogen werden sehr gestutzt, und auf der einen Seite, während sozusagen die Ellenbogen der Schokoeiskinder sehr ausgebaut werden, ja. Und wir haben also sehr früh in den Kindergartengruppen schon eine Strukturierung von Opfern und Tätern. Wir haben also die, die sich ständig anpassen, die ständig alles abgeben, und wir haben die, die ständig sozusagen, ja, die Spielzeuge von anderen wegnehmen. Und das unterstützen wir also mit derartiger Konfliktklärung von der Klügere gibt nach. Wir sollten das sehr überdenken, was wir da machen und wie wir eine Gesellschaft von Opfern und Tätern heranerziehen in den Kindergärten. So, und auch wenn jetzt wieder Bullshit kommt und Shitstorme von Pädagogen, die mir jetzt erklären möchten, wie doch aber gewaltfreie Kommunikation vonstatten geht. Da kann ich dann echt nicht viel zu sagen, Leute, weil dann glaubt halt weiter eure Scheiße, sie wird euch in Teufels Küche bringen. Und ich habe es an der Uni auch gesehen, dass wenn ich da halt gesagt habe, das kann doch nicht hinhauen, dass die Leute das nicht wissen wollten. Und es gibt halt immer sozusagen, also den Professor, der schon ein Flying Monkey von einer bestimmten Struktur ist. Und dann gibt es eben 90% der Studenten, die das alles glauben und abnicken und eben dann auch Flying Monkeys sind. Und die Studenten, die paar, die das raffen, was da läuft. Und die sagen, das kann doch nicht wahr sein, das können wir doch nicht machen, das ist doch ethisch nicht richtig. Die werden in der Regel fertig gemacht. So, und wir dürfen uns überlegen, wo das hinführt in dieser Zeit. Und ja, also es ist ein Versuch, ja, dafür mehr Sensibilität zu schaffen. Weil, wie gesagt, es kann ein Kind hinterher sowas auch nicht benennen. Auch Kinder, die zum Beispiel also sehr stark persönlichkeitsgestört werden in zum Beispiel Elternhäusern von Lehrern, Psychologen und so weiter und so fort, weil diese Eltern sozusagen einfach jede Wutkraft unterdrücken in ihren Kindern, jede Persönlichkeitsbildung unterdrücken in ihren Kindern und das alles mit einer sprachlichen Eloquenz, ja, und zuckersüß. Von du willst doch nicht so sein, oder? Schau doch mal. Und gar nicht mitkriegen, wie Gewalt
grauenvoll diese Art und Weise der Sprache ist und was sie ihren Kindern antun. Also davor kann ich nur warnen. Also auch euch als Elternteil kann ich da nur warnen. Und wer sich also in gewaltfreier Kommunikation üben will, der solle das ganze Werk von Marshall Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation, lesen. In Gänze. Und dann darüber auch wirklich nachdenken und verstehen, wo der Unterschied ist zu dem, was man an der Uni oder auch in Erzieherschulen lernt und dem, was eigentlich in diesem Buch steht. Und mal die cui bono-Frage stellen, wer profitiert davon, wenn wir so mit unseren Kindern umgehen. Gut, ihr Lieben, so viel zum narrativen Trauma und bis bald.